Herr Werle, wir sind ja bei den Bleibacher Baugesprächen. Können Sie uns was zu der Veranstaltung sagen? Ja, sehr gerne. Wir führen die Veranstaltung jetzt seit 6 Jahren durch und sind froh über die Resonanz, die wir in den letzten Jahren immer wieder hatten. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, ein Forum zu bilden, um die Themen wie Nachhaltigkeit oder Energiewende umfangreich und umfassend zu besprechen. Auf der anderen Seite haben wir auch gesellschaftliche Themen drauf und ich denke, der Erfolg gibt uns recht. Und es freut uns immer wieder, dass wir ein ganz breites Publikum erreichen, von Unternehmern über Bürgermeister, Menschen aus dem öffentlichen Raum, Politiker. Und es macht jedes Mal Spaß, wenn man sieht, dass die Veranstaltung auch ankommt. Ist es denn ein Problem, an Referenten zu kommen oder haben sich die Bleibacher Baugespräche auch bei den Referenten schon so herumgesprochen, dass sich da immer wieder Leute finden? Ja, das hängt halt von den Themen ab. Aber grundsätzlich sind es ja alles Überzeugungstäter, ja, die sich auch für eine gute Sache engagieren. Die Themen Nachhaltigkeit und Energiewende interessieren die Menschen. Und insofern haben wir da auch keine Probleme, gute Referenten zu kriegen, die sich auch für diese Sache auch einsetzen. Die Bleibacher Baugespräche, haben wir gesehen, finden auch beim Publikum große Resonanz. Heute waren an die 100 Teilnehmer hier. Wann können wir mit den nächsten Auflagen? Ja, wir mussten rund 40 Personen absagen. Ja, das war bitter. Das hängt auch davon ab. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das Veranstaltungsprofil etwas umzustellen. Das ist geglückt und ich denke, wir werden in der zweiten Jahreshälfte wieder für Gewerbetreibende eine Veranstaltung machen. Herr Volkmann, das war Ihre erste Teilnahme an den Bleibacher Baugesprächen. Wie ist denn Ihr erster Eindruck? Ja, also ich bin sehr beeindruckt, also von allein schon von der Teilnehmerzahl, also auch von weiteren Entfernungen sind die Leute angekommen und informieren sich hier und auch natürlich das Ambiente des Gebäudes macht natürlich Spaß hier vorzutragen. Eine Frage habe ich noch zu Ihrem Vortrag. Sie sind Prokurist der Spitzmüller AG, die sich um die Förderung von KMUs bemüht. Ist es denn tatsächlich so, dass Fördergelder auch verfügbar sind für kleine, mittlere Unternehmen, die eben keine Raketenwissenschaft betreiben, sondern die klassische Dinge tun, die Firmen hier in Südbaden machen? Genau, also natürlich haben wir hier in Südbaden auch durchaus so Hidden Champions, das ist natürlich kein Thema, aber ich glaube, die Förderung für den Mittelstand ist schon sehr breit ausgelegt. Das heißt, wir können hier in allen Branchen günstige Darlehen oder auch in Technologieentwicklung dann mit Zuschüssen auch im Investitionsbereich dienen. Also da kann man sagen, man glaubt gar nicht, wo es überall die Förderungen gibt und wo man sie auch einsetzen kann. Und das geht eben von kleinen Unternehmen bis großen Unternehmen und speziell sogar eigentlich diese Mittelständlerinhaber geführt. Das sind eigentlich so die Zielgruppen von der Förderung. Und die Förderung, die Sie Unternehmen vermitteln, geht auch deutlich über das hinaus, was das normale Beschaffen von Krediten angeht. Also in der Niedrigzinsphase, in der wir ja nun schon lange sind, vermitteln ja auch ganz normale Banken sehr günstige Kredite. Gibt es denn auch noch andere Fördermodelle für diese Unternehmensgruppe, die Sie gerade beschrieben haben? Genau, also wir haben einmal Themen natürlich, so Spezialitäten, also macht ja auch die Gesamtstrukturierung von so einer Finanzierung aus. Und darüber hinaus muss man eben schauen, wo die Zuschüsse ist da das Thema, wo hier letztendlich noch eine Zuschussmöglichkeit besteht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, einfach der Blick aufs Unternehmen, auch aufs Geschäftsmodell ein bisschen in die Zukunft, um hier so ein optimales Gesamtkonzept zu machen und vielleicht nicht nur direkt einmal speziell für das eine Problem eine Lösung zu finden, sondern schon so ein bisschen dieser integrierte Ansatz, den wir auch, sage ich mal, uns auf die Fahnen schreiben. Ja, der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil unser Unternehmen mit einer kleinen Niederlassung in Offenburg schon seit 3-4 Jahren hier in der Gegend tätig ist. Und ja, wir haben schon schöne, erfolgreiche Projekte umgesetzt. Sie haben heute das Thema Energieeffizienz behandelt in Ihrem Vortrag. Das ist ein Thema, das eigentlich jedem geläufig ist. Jeder weiß, Energiesparen bringt mehr was. Wie geht denn ein Unternehmer, was tut denn ein Unternehmer im allerersten Schritt, wenn er das Thema für sich erkannt hat? Also ich kann einem Unternehmer nur empfehlen, wir nennen das Energiestrategie, eine Energiestrategie zu entwickeln und nicht Einzelmaßnahmen zu umzusetzen, sondern sein Unternehmen mal ganzheitlich zu betrachten, vom Energieeinkauf über Steuerrecht bis hin zur Effizienzmaßnahme.
damit er eine ganzheitliche Entscheidungsgrundlage hat, wo er in den nächsten Jahren hinläuft. Okay.